Ich will einfach nicht mehr. Ja. Puh. Ich weiß echt nicht. Also ich habe hier, glaube ich, einen Saal gesehen. Aber ich mag diese Steuerung einfach nicht. Das ist sowas von abfucken. Und vor allem hier ist jetzt Licht. Ja, hier ist ein Saal. Glaube, hier wird was passieren. Ja, okay. Voll schön. Boah, war das voll schön jetzt gerade. Alter. Hat uns das jetzt echt ausgenockt? Kann ich mit Hugo? Is someone there? Der große Hugo. Who's there? Kann ich mit dem jetzt kommunizieren? Ich gehe jetzt mal hier hin. Dann hinter die Bühne. Und möchte gerne mit dem Hello? Star reden. Okay, dann halt nicht. Oder hinten habe ich noch eine Tür gesehen. Echt jetzt? Wir kommen noch nicht weiter. Das ist jetzt schon asozial. Hello? Sie sagt nicht, ist hier jemand da? Is someone there? Oh, ist jemand da? Nein. War das jetzt einfach nur so? Ich würde schon gerne mit dem Hugo hier jetzt reden. Is someone there? Ja, okay, dann heißt es wahrscheinlich, wir können noch nicht mit ihm reden. Dann muss ich es akzeptieren, ist blöd, ja. Muss halt so sein. Also ich muss sagen, in G fühle ich mich eigentlich meistens am sichersten. Bis jetzt. Wir wollten in 3. Weil in 3 müssten wir jetzt jemand Neues kennenlernen. Da ich mir aber auch wiederum die Frage stelle, wo ich hin muss, muss ich jetzt mal einen Raum finden, wo ich meinen Spiegel benutzen kann. Jetzt hätte ich unten noch in die Küche gehen können. Okay. Wir gehen vor. Der 302 ist ein dunkler Raum. Und wir nehmen das Orakel. Wer bist du?
Okay, einen Sessel müssen wir finden. Einen Sessel. Oh, ich dachte gerade, wir sind neben einer Bartüre oder so. Auch wenn das jetzt komisch klingt, ja. Aber ich habe Jimmy jetzt schon lange nicht mehr gehört. Und das macht mir immer Angst, wenn ich ehrlich bin. Stuff as well. Oh, ridiculous. He wouldn't lie about something like that. You sure about that? He lies about everything. Open your bloody eyes, Rose. Ridiculous. Oh, that's right. Walk off. I'm not listening, Harvey. You've just got it in for him. It's the truth. Das ist also Harvey, hat diese Rose gemeint. Aber wer ist Harvey? Dear Mom, I'm sorry for everything. Goodbye. Du hast eine handgeschriebene Notiz auf viel. Du hast eine Drahtspule. Okay, mehr nicht. Wir gehen zur Tür vor. Wir versuchen, HW Is zu kommen. Am Apparat zu kriegen. Hello? What's your name? Das ist Harvey, safe. Harvey, I run the place. Ach so, du leitest diesen Ort. I saw a man saying Jimmy had lied about the assault. Who was he? It was me. Jimmy had made accusations about the doctor. Rose believed him, but that's Ich habe diese Geschichte schon einmal vorher gehört. Er hat die Geschichte schon mal gehört. Who wrote the note that says goodbye? I don't know. What was the coil of wire used for? Jimmy used to carry it around with him. No idea why. Okay, wir wissen nicht, warum er sie mit sich genommen hat. Who does the dagger belong to? Jetzt können wir mal fragen, wem der Dolch gehört. It's not a dagger. It's a letter opener. It's not supposed to be sharp. Aha. Where was the crossbow from? It was from an armory display we used to have. Jimmy was fond of it. Sportschläge habe ich vorhin gehört. What were the baseball bats for? I kept in case I needed. Noch brauchen würde. Why was there a washing line tied around a rolling pin? Okay, er weiß es nicht. Das wissen wir war zu Dr. Bose und das auch. Dann würde ich sagen. In a chest. Who did they belong to? Rose. But she never used them. Okay, sie hat sie nie benutzt. Why was there a collection of whiskey bottles in one of the rooms? I don't remember. But there's nothing wrong with having a drink. Er kann sich nicht dran erinnern, aber er findet es nicht schlecht. I found some trophies. Einfach mal was zu trinken. I don't know anything about that. Ja, okay. Ich weiß ja nicht. Manche Sachen kann man, glaube ich, nicht mehrmals befragen. Ich würde sagen, machen wir mal das mit dem hier. Harvey hatte keine Antwort. When you said you'd heard the story somewhere before, is that connected to what you said about the coil of wire? Die Stimme schwach. When you said you'd heard the story somewhere before, does that have anything to do with what you said about the dagger? Ja, okay, wir gehen nochmal kurz raus und
Ich wollte eigentlich gerade in meinen Spiegel schauen. Also das hier ist Harvey. Er ist der Hotelbesitzer. Und anscheinend mit der Rose zusammen. Sammelalbum. Ah, ich dachte gerade, was ist das hier für Rillen? Und dann sehe ich da zwei Bilder. Dann weiß ich jetzt, was ich fragen muss. Is it Harvey? Yes. Super. Danke, Harvey, auf jeden Fall. Machen wir erstmal den hier. Und dann möchte ich gerne noch. Oh. Wir haben echt, oh yes, nein, wir haben echt schon viel herausgefunden. With newspaper articles in it. Who made it? Jimmy. He used to keep cutouts of news stories about abusive teachers and doctors. He wasn't a normal boy. Er hat also Jimmy schon durchschaut gehabt. When you said you'd heard the story somewhere before, does that have something to do with what you said about the scrapbook? It came straight out of it. As soon as I found that scrapbook, I knew where Jimmy had got it from. It was the same, down to every detail. In die 3. Wir sind doch aber in der 3. Vor welcher soll ich hingehen? Das wird jetzt echt interessant. Harvey kennt den Jungen, Jimmy, und weiß, dass er lügt. Aber Rose, anscheinend ist wahrscheinlich Rose die Mutter. Welche Nummer? Ich konnte jetzt keine Nummer erkennen. Das ist jetzt komisch. Auf jeden Fall, Harvey hat, glaube ich, nicht so ein gutes Verhältnis, so wie es sich anhört, zu Jimmy gehabt. Weil der Dr. Bowes, der hatte ja erstmal ein gutes Verhältnis zu ihm. Bis das hier passiert ist. Schnell, 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 schnell. Ich hab ihn gesehen. So. Ich glaube, ich gehe noch mal kurz ganz runter. Weil vielleicht sehen wir jetzt eine Nummer, wenn wir kurz in die Küche gehen. Boah, das wird ja richtig interessant hier. So, dass wir nicht sowas wie ein Safe Room mal eigentlich haben könnten. Das wäre eigentlich das Idealste überhaupt. So, ich will in den Spiegel schauen. Komm, ich verstehe es immer noch nicht. Wir haben Kompass, wir haben Spiegel und die Geisterbox. Das mit der Geisterbox verstehe ich allgemein eigentlich eher, weil das hat was mit der Geschichte zu tun. Aber mit dem Spiegel nicht. Dass sie sich nicht wundert, dass der auf einmal so die Sachen vorzeigt, ja. Die 3, das ist klar. Mehr aber auch nicht. Ich gehe am besten dahin, wo Jimmy war. Mal hin. In der Hoffnung, dass wir vielleicht was finden. Thank you.
wo werden wir jetzt hingeführt? Wir müssen in die Richtung. Wir müssen dorthin. Oh, hier ist der Stuhl. Wir gehen hier rein. Das war eigentlich, glaube ich, die Tür, wo uns gezeigt wurde. Wir schauen mal. Was finden wir hier? Nichts. 309. Ein Deadlock? Nee. Lagerraum. Brauchen wir noch irgendwas eigentlich? Wir sind in der Tür drin, wo wir sein sollten. Wir speichern auf jeden Fall mal. Aktuell Spiel speichern. Wir gehen raus. In 308. So. Du hast einen Ring in seiner Schachtel. Oh mein Gott. Das ist Jimmy. Das ist mir bis jetzt noch nicht einmal passiert, seitdem ich das Spiel spiele, ja? Nicht ein einziges Mal, dass ich sowas bis jetzt hatte. Scheiße. Ich glaube, der geht nicht weg. Das ist diese gottverdammte Tür, Mann. Da war der Stuhl, da war die Lampe, da war noch... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist einfach diese Gott... Jimmy! I know you can hear me! I know you made it up, your little story about that psychiatrist. I know where you got it from. I knew I'd read it before, it's in your bloody scrapbook. Come out here! Jimmy! Harvey schreit durch eine Tür. Is it Harvey? Ich muss vor die Tür. Ich muss einfach eiskalt vor die Tür. Jimmy war vor meiner Tür. Aber ich glaube,
Wir müssten jetzt, glaube ich, sowas wie einen Vorteil haben. Ich glaub's zumindest. Ich glaub's. Ich will daran fest hoffen. Is it Harvey? Ist der Harvey? Is it Harvey? Is it Harvey? Aber das ist mir gerade so ein bisschen unsicher. Ich finde die Stelle nicht, wo ich mit Harvey reden kann. Who's there? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also Jimmy war richtig angepisst, das hat man ihm angemerkt. Hallo? Hallo? Zu nähern. Hallo? Is it Harvey? Yeah, it's Harvey. Okay, it's... I saw you shouting, telling Jimmy to admit he lied. Did he? Yeah, had to. Of course he didn't. He just laughed. Then he started setting little traps for me. Some of them not so little. Kleine Fallen. Hast da die Drahtspule und das? When you said Jimmy started setting traps for you, is that connected to what you said about the coil of wire? Okay, weiß es nicht. Fallen, fallen, fallen. Einfach mal ausprobieren. When you said Jimmy started setting traps for you, does that have anything to do with what you said about the dagger? Stimme schwach. Oh, Armbrust. When you said Jimmy started setting traps for you, does that have anything to do with what you said about the crossbow? Radiostatistik, was ist das? Wir müssen nochmal abbrechen. Und nochmal rein. Ja. Könnte das hier als Waffe dienen? Als who does the sword belong to? Display of medieval weapons. Jimmy stole it. Oh, okay. Ich wollte aber eigentlich gerade. I found a bottle of turpentine and a lighter. What were they for? They were my things, but I didn't keep them together. Okay. Vielleicht die Cricket-Schläge. When you said Jimmy started setting traps for you, does that have something to do with what you said about the crickets and baseball bats? I don't know. Who did the wedding ring belong to? Wem gehörte der Trauring? Probably belongs to Rose. Aha. Ich habe diese schon verbunden. Die Armbrust war es ja nicht. Du hast diese schon verbunden. Was ist mit dem Briefbeschwerer? Du hast diese schon verbunden.
Du hast diese verbunden. Das hier geht nicht. When you said Jimmy started setting traps for you, does that have anything es to do with what you said about the whiskey bottles? Maybe. Du hast diese verbunden. Die haben zu Power war von. Who drew those violent pictures? Who do you think? Jimmy. He had a very violent imagination, did little Jimmy. Where did the wooden paddle come from? It was always under the counter in reception. I don't know where it came from. Was könnte zu kleine Streiche zählen? Ich würde dieses Seil da nehmen mit dem mit der Teigrolle. Vielleicht das Bein stellen oder so ein Scheiß. When you said Jimmy started ist... setting traps for you, is that connected to what you said about the wooden paddle? Es ist ehrlich gesagt sehr ärgerlich gerade. Ich muss. Jimmy ist da, Jimmy ist da, ich hab's gerade gehört. Dieses Ding. Wir schauen in den Spiegel. Ich weiß gerade nicht, was Harvey möchte. Wir müssen zurück. Die 219 müssen wir. Und wir speichern erstmal. Pfeift der etwa gerade? Ich glaube, er kommt gerade. Man muss sich hier wirklich auf sein Gehör verlassen. Ich hab's doch gewusst. Der sagt, der lässt uns jetzt einfach nicht mehr in Ruhe, habe ich das Gefühl. Geh doch einfach weg. Geh. Geh weg. Wir gehen raus. Auch wenn es jetzt sehr risk ist. Schritte. Auf zu. In die zwei. Das hätte ich nicht gedacht. Der Jimmy. Ich mit meiner alten flotte Beine. Okay, 219. Müssen wir doch eigentlich in die Richtung.
219. Do not use. Eine alte, gefährliche, markierte Heizung. Das war eine Heizung, okay. Mit der müssen wir jetzt dann wahrscheinlich hoch. Und dann erstmal mit Dingen sprechen. Mit Harvey. Okay, nach links und dann wieder nach links und dann raus.